Willkommen zu dem fünften Part, der Läufer. Ein Läufer ist nicht gleich ein Läufer. Wir sehen hier den schwarzen Läufer auf E4. Er ist ein weißfältriger Läufer. Das bedeutet, er kann seine weißen Felder niemals verlassen. Man besitzt von Anfang an einen weißfältrigen und einen schwarzfältrigen Läufer. Hier sehen wir, wie der Läufer zieht. Mit den grünen Pfeilen gekennzeichnet, kann er diagonal ziehen. Nun ziehen wir wie gewohnt den Läufer ein paar Felder über das Spielfeld, um zu schauen, wie er sich bewegt. Erst diagonal nach oben rechts, diagonal ein Kästchen nach links, diagonal nach unten links, diagonal nach unten rechts, ein Kästchen diagonal nach oben rechts und zurück in die Ausgangsposition. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie der Läufer eine Figur schlägt. Dafür haben wir einen gegnerischen Turm eingefügt und auf der Diagonalen können wir ihn einfach schlagen. Wenn sich bei dem Läufer eine Figur im Weg befindet, kann er dort nicht drüber springen. Nun zurück in die Ausgangsposition. Und wir fügen wieder einen Turm ein. Nun ist aber Weiß dran und jetzt haben wir eine Besonderheit. Der weiße Turm ist jetzt auf einem schwarzen Feld und egal wie wir unseren Läufer bewegen, wir können niemals ein schwarzes Feld erreichen. Das ist ein weißfältriger Läufer. Jetzt wollen wir schauen, wie wir mit zwei Läufern Schachmatt setzen können. Dafür haben wir einen weißfältrigen und einen schwarzfältrigen Läufer. Wir markieren zuerst die Felder, in die er angreifen kann. Die sind mit den grünen Pfeilen markiert. Die bilden eine Mauer, durch die kann der weiße König nicht durchdringen. Wir ziehen unseren König, dem gegnerischen König, entgegen, um ihn den Platz wegzunehmen, um ihm Felder zu nehmen. Dadurch wird der gegnerische König langsam aber sicher an den Rand gedrückt. Wenn er die Reihe verlässt, können wir den Läufer nachziehen und die Mauer um eine Reihe versetzen. Nun sehen wir, wie der gegnerische König ein bisschen zieht. Ab und zu müssen Zwischenschritte gezogen werden, damit er an den Rand gepresst wird. Nun hat er auch schon den Rand erreicht, beziehungsweise die Grundlinie. Und nun bilden wir eine Mauer mit dem König. Das kennen wir schon. Wenn die beiden Könige sich gegenüberstehen, entsteht dort eine dreifältrige Mauer. Im nächsten Schritt sperren wir den Weg nach rechts ab mit unserem weißfältrigen Läufer und ziehen mit unserem König seinem König nach. Können mit dem zweiten Läufer ihn wieder nach links pressen. Ziehen dann die Läufer gestaffelt immer abwechselnd eins nach unten. Nun wird der gegnerische König immer weiter in die Ecke gezwungen. Und nun haben wir eine Besonderheit. Würden wir diesen Zug setzen, wäre der Gegner patt gesetzt. Das heißt, wir müssen einen Zwischenzug setzen, damit der König aus der Ecke rauskommt, setzen ihn ins Schach, der Gegner muss in die Ecke gehen und wird mit dem letzten Zug Schachmatt gesetzt. Nun wollen wir schauen, wie wir mit einem Läufer Matt setzen können. In einem Endspiel mit einem König und einem Läufer ist es unmöglich, Matt zu setzen. Hier sind wir schwarz und haben den gegnerischen König schon oben in die Ecke gepresst. Im Endspiel hat jeder Spieler einen Turm und einen Läufer übrig. Hier fällt uns natürlich sofort auf, dass wir unseren schwarzen Turm von H1 auf H8 ziehen können. Und das kommt uns sehr bekannt vor, das ist nämlich die Mattstellung aus unserem Turmspiel. Aber der Gegner kann eine Figur dazwischen ziehen. Hier gibt es zwei Varianten, die der Gegner spielen kann. Und diese schauen wir uns nun an. Also wir ziehen nun unseren Turm von H1 auf H8. Der Gegner steht im Schach und nun muss der Gegner entscheiden, welche Figur zieht er dazwischen. Er kann seinen Läufer oder seinen Turm dazwischen ziehen. Der Gegner entscheidet sich dafür, seinen Turm dazwischen zu ziehen. Nun können wir unseren Läufer auf E4 setzen und der Gegner ist schachmatt. Er kann den Turm nicht in die Linie von dem Läufer setzen, denn dieser Turm wurde mit unserem Turm an den König gefesselt. Würde er ihn wegziehen, würde er wieder im Schach stehen. Deswegen ist dieser Zug nicht möglich. Schauen wir uns die zweite Variante an. Wir ziehen wieder den Turm auf die Grundlinie. Nun zieht aber der Gegner den Läufer dazwischen.
Als nächstes ziehen wir unseren Läufer wieder auf E4, setzen den Gegner in Schach. Dieser kann den Turm dazwischen ziehen. Wir schlagen den Turm mit unserem Läufer und der Gegner ist im Schachmatt. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und hattet Spaß dabei. Als nächstes Tutorial schauen wir uns an, wie der Springer zieht, wie er mit den Springerfiguren schlägt, welche besondere Eigenschaft der Springer hat und ob man mit einem Springer Matt setzen kann. Okay, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, um welche Uhrzeit ihr das Video angeschaut habt. Tschüss!